Yo, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Monster Underworld. Wir machen weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, denn wir haben ja das letzte Mal den Barriff gekillt. So. Gut, dich zu sehen. Gut, dich zu sehen. Super, die fünfte Flotte, sie kommt wie gerufen. Momentan erforschen wir von der Vermessungs- und Einfanggruppe, auch bekannt als die Draufgänger, das Verhalten des Kuluyaku. Wir hoffen, ein lebendes Exemplar zu fangen, die Speerkäfer an seine Besonderheiten zu gewöhnen und es dann freizulassen. So können wir das Monster verfolgen und seine Lebensweise beobachten. Nichts auf der Welt wünscht mir momentan mehr. Darum habe ich auch beschlossen, die Fünfte um Hilfe zu bitten. Ich möchte, dass du diesen Fangeinsatz für uns durchführst. Viel Glück, die Quest heißt Schnapp den Schnapper. Wir wissen ja jegliche Hilfe von deiner Seite zu schätzen. Alles klar. Schnapp den Schnapper, fange ein Kuluyaku. Okay. Aber es wird ja, glaube ich, ein Biologe vermisst. Deswegen sollen wir uns ja jetzt auf den Weg machen und die Quest Unheimliche Schatten im Sumpf annehmen. Wir spielen ja heute mal wieder mit einer anderen Waffe, als wir schon mit denen, die wir gespielt haben. So, dann gucken wir doch mal. Objekte verwalten müssen wir übrigens auch noch alles wegtun. Machen wir mal alles weg. Also momentan ist wirklich, ich sag mal, noch, wir waren noch nicht in so großer Bedrängnis, dass wir einmal ohnmächtig geworden sind. In irgendeiner Weise. So. Ja, dann spielen wir heute mal mit den Doppelklingen. So. Und der miauskuläre Koch will noch mit uns sprechen. Bist du interessiert daran, für die Kantine weitere Zutaten zu beschaffen? Das wäre was. Du musst dich nur für die Quest Der Preis von Fleiß und Kammerjäger der Ödnis anmelden und sie beenden. Kümmere dich um sie, dann wird das Menü attraktiver als der Bizeps eines Rajang. Sorge für Sicherheit, damit meine Leute losgehen und die Waren besorgen können. Lass mich nicht im Stich. So. Töte 7 Gajaus, töte 14 Vespuiden. Alles klar. So, dann reden wir mal mit unserer... Wir haben einen Notfall. Oh je, der Gelehrte wurde von einer Eskorte getrennt und ist noch nicht aus der Wildturmödnis zurückgekehrt. Jetzt müssen wir ihn suchen. Sicher hat er zumindest Fußabdrücke hinterlassen. Hoffentlich ist das alles, was er hinterlassen hat. Neue Quest bekannt machen. Aufgabe: Unheimliche Schatten im Sumpf. Schließe die Aufgabe ab. Ein junger Gelehrter wurde in der Wildturmödnis von seiner Eskorte getrennt. Finde ihn und bringe ihn zurück zur Basis. Schalte große Monster aus, die eine Bedrohung darstellen. Genau. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, das ist die Quest, die ich meine. Da müssen wir auf jeden Fall auch wieder was essen. Generell immer was essen, wenn man sich unsicher ist. Dankeschön. So. Weil die Quest wird geladen und sie öffnet sich. Und wir fangen auch gleich an. So. Dann schauen wir mal, was es mit dem Verschwinden des Gelehrten auf sich hat. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, wir finden keine Leiche. Oder einen Arm oder ein Bohr. Mal gucken. So, unheimlich Schatten im Sumpf. Okay, suchen wir den Gelehrten. Er muss eine Spur hinterlassen haben. Wir nehmen wieder alles mit. Und zack. Okay, und ab geht die Post. So, wupp. Und halt, spring doch! So. Schön gesprungen. Einmal Kraut. Einmal Feuerkraut. Wieder alles mitnehmen, was wir brauchen. Was ist denn hier los? So. Da oben ist auch nochmal Kraut. Das nehmen wir auch noch mit. Haben wir das schon mitgenommen? Nee, noch nicht. Immer alles schön mitnehmen. So, wir suchen den Gelehrten. Dann gucken wir mal. Hoppala. Fußspuren, okay. Müssen wir da mal gleich gucken. Narrenkaktus. Narrenkaktus. So. Fußspuren. Da sind sie. Alles klar. Ich denke mal, wir werden doch bestimmt auch hier mal kurz entlang gehen können, damit wir mal sehen, was es hier so gibt. Aha. Hier gibt es gar nichts zum Einsammeln. Doch Honig. Wupp. Und Steine. Und wir haben wieder eine Feldforschung abgeschlossen. Die können wir dann auch gleich abgeben. Okay.
Moment mal, was ist das da? Ja, wollte ich auch gerade fragen. Warte. Was ist mit den Spähkäfern los? Die Spähkäfer sind blau, alte gespaltene Dornen. Das ist komisch. Die Spähkäfer haben irgendwas, ja. Ich will aber irgendwie gar nicht wissen, was. Okay, gespaltene Dornen. Finden wir die vielleicht hier noch irgendwo? Wir schauen mal wieder in Götterkäfer. Wo geht's denn jetzt hier entlang? Wassermoos, Lähmkröte, Schlafkraut, okay. Also hier sehen wir gerade irgendwie gar nichts mehr von Fußspuren. Dann doch, alte gespaltene Dornen. Da. Doppelklingen sind eine Nahkampfwaffe für schnelle Schlagseiten. Ihr Dämonenmodus ist stark, aber kostet Ausdauer. Genau. Dämonenmodus stark und kostet Ausdauer. So. Warte mal, die müssen wir mal kurz killen. Drecksack, komm her! So, Gutachten, kleine Monster gekillt. Komm her. Boah, WTF. Bam, 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 bam. So. So, wir gehen mal wieder aus unserem Modus raus und tun erstmal die Gage aus. Und wir haben ein Buch gefunden. Okay, das ist doch auch von dem Gelehrten. Schauen wir uns das doch mal alles in Ruhe an. So, nochmal gespaltene Dornen. Aber welches Monster hat Dornen? Und vor allem, warum sind die Spähkäfer blau? So, ein Ausdauerinsekt. Und hier ist ein Buch. Ein Buch. Wir laufen aber mal hier so entlang. Wassermoos. Laufen wir mal hier in dieses Sumpfgebiet. Da waren wir, glaube ich, beim letzten Mal waren wir hier überhaupt nicht. Okay, hier ist relativ viel Wasser. Da bin ich mal gespannt. Machen wir mal so, da bewegen wir uns ein bisschen schneller. Fort. Halt, alle gespaltene Dornen waren da doch wieder. So. Gucken wir mal. Hochballa. Müssen wir doch wieder den ganzen Weg zurück. Eine Nullbeere, die nehmen wir auch noch gerne mit. Eine Nullbeere. Wir krabbeln mal kurz hier hoch. Wo haben wir denn hier gespaltene Dornen? Da haben wir es doch. Okay, nehmen wir die doch gerade noch mit. Aber schon sehr, sehr mysteriös. Hoppala. Kameradin, da hättest du mal dich festhalten können. Wupp. So, wieder gespaltene Dornen. Und nochmal Fußabdrücke. Ja, mir auch. Okay, aber da sind vermisster Gelehrter Fußspuren. Das heißt, wir können hier mal weiterlaufen. Und hier haben wir wieder gespaltene Dornen. Oh, 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 oh. Aber welches Monster hat gespaltene Dornen? Ist das der Gelehrte? Woneben sitzt er da? Sieht aus wie ein Barot? Ja. Beziehungsweise, das sieht ja aus wie Bernd! Okay. Oh oh. Er darf mich nicht finden. Er darf mich nicht finden. Ich habe ihn gesehen. Ach du Scheiße. Nein! Der Juratodus, der hat den Barot nicht getötet, das war... Was ist denn ein Juratodus? Juratodus, und ich finde es irgendwie süß, wie der da so einen anguckt. Jawohl, töten. Jawohl, wir sollen den Juratodus erlegen. Okay, Juratodus fand ich. Ist halt schwierig, hier gegen den im Schlamm zu kämpfen. Oh,
dass da ein Duft, da stimmt dem sein Schlamm rein. Oh, keine Ausdauer mehr. Hier muss man nämlich relativ aufpassen, dass man ihn nicht aus den Augen verliert. Genau. Alles schön hoch. Aber ich spiele ja eigentlich nicht die Gacha auskillen, ich spiele jetzt den Yohai Todos killen. Scheiße. Oh ja, ich muss dann gleich wieder meinen. Da machen wir eher. Diesmal machen wir glaube ich eher die Monster. Kleinen Monster, mehr Probleme wie das große. Ja. Ich glaube, ich trinke aber A, mal einen Trank. Und B, ich brauche Wetzsteine, weil die Doppelklingen verbrauchen relativ viel. Komm. Okay. So, was haben wir hier liegen? Yohai Todos Material. Yohai Todos Flosse. Okay. Mit weg. So. Aber momentan sieht der Kampf doch noch halbwegs gut aus. Nicht wütend werden. Immer schön nah dran bleiben. Ich glaube, die gefährlichste Attacke ist von ihm, wenn er in dem Schlamm sich so wälzt und springt dann von unten hoch und versucht uns da mitzureißen. Ich glaube, das ist mit Abstand die stärkste Attacke von ihm. Und wenn man sich natürlich nicht spielt. Genau die. Wow. So. Aber doch, er lässt einem doch relativ viel Zeit, ihn anzugreifen. Also sollte eigentlich kein Thema sein. So. Oh, Doppelsperre. Er merkt, ich kämpfe nicht oft mit denen. So. Da hat Jim Glück, dass er mich nicht trifft. Komm. Gebrauchtes Teil, sehr schön. Nochmal ein gebrauchtes Teil, oder was? Hoppala. Sehr gut, Helmut, dass du mich heilst. Du bist der Beste. So. Ja, also. Oder ab. Boah, diese Gajaus. Viecher. So. Okay. Also, was eine Schlacht. So. Wir haben wieder einen Schleuderdorn bekommen. Versuchen jetzt mal dem Yohai Todos hier schnellstmöglich zu folgen. Das ist natürlich auch sehr schwierig. Hier klebriger Schlamm. Okay. Ist halt relativ schnell unterwegs hier in dem Gebiet vor allem. So. Yohai Todos, bleiben Sie stehen! So. Barot, alte Fußspuren. Okay. Kannst du mal lassen, Kameradus. Kameradus, primo! So, wupp. Boah. Ah! Das wollte ich doch. Bam. Sehr schön, Dämonentanz. Oh. Man muss natürlich auch treffen, Domi. So. Wo ist er dann? Ach, Yohai Todos. Gräme dich nicht. Oh Gott. Hoppala.
Warte mal, machen wir. Können wir nicht auf den Dorf springen? Mountain! Oh, 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 oh. Jetzt versucht er mich abzuschütteln. Ja, jetzt wollen wir wieder angreifen. Das letzte Mal Yorai Todos. So. Bleiben Sie stehen! Und? Eben hätte ich bei Überspeiner runtergeflogen. Und zack. Drecksack. Komm her. Badadadadadadam. So, schön viel Schaden reingedrückt. Boah. Warte mal, Baron von Deck? Baron! Oh, unser erster Revierkampf, glaube ich, den wir jetzt so richtig sehen. Die Monster bekämpfen sich gegenseitig? Ja. Vielleicht können wir das ausnutzen. Wo ist der Kinder-Jura-Todes? Boah. Alter. Schlamm-Wrestling. Genau, aber der Barath macht, glaube ich, schon Yorai Todos auch noch Schaden. Den Schaden, die 246, die müssen wir nicht noch Yorai Todos drücken. So, beide sind ein bisschen außer. Sind ein bisschen beide müde. Bernd ist doch alles in Ordnung. So, Yorai Todos Flosse und der Bernd hat auch noch Material verloren. Fruchtbarer Schlamm, alles klar. Ich sag nicht, Bernd, du willst jetzt gegen mich kämpfen. Doch will er. Oh, oh, doch will er! Oh. Wir rennen aber wieder zurück, weil wir wollen gegen den Yorai Todos. Ich will mit dir nichts machen, Bernd. Heute nicht, heute nicht. Aber wir bekämpfen, wir sehen uns bestimmt mal wieder, Alter. Bernd, kannst du es mal sein lassen? Kannst du es mal sein lassen? Gut, auf, komm. Mach das mal hier ein bisschen schneller vorankommen, dass der Bernd uns in Ruhe lässt. So. Yorai Todos, da guckt er. Ich weiß nicht, ich finde den irgendwie süß, wenn er da so aus dem Schlamm rausguckt. Da schläft der? Nee. Da guckt er einfach nur um, der schläft nicht. Überraschungsangriff! So. Oh, 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 oh. Aufkomm, einfach hochschlagen. Ah, einfach hoch. Ah, ich glaube, war gut, dass wir uns auf jeden Fall die Knochenrüstung gemacht haben, dass wir die auch mal so ein bisschen verbessert haben. Yorai Todos, jetzt lass es doch gut sein, du verlierst doch eh. Warte mal, jetzt schnell. Oh, oh, ich glaube, das war ein Fehler, oder? Oh Gott, oh Gott. Oh, ich glaube, der hat so Melmut abgesehen. Oh, scheiße, ich habe nicht zu Ende geschwärmt. Ah! Kämpfen wir halt mit stumpfen Waffen und brechen dem halt was. Und wamma-wamma-wamma-da-da-da-da-da-dam. So. Aber du siehst auch nicht mehr ganz so gut aus, Kameradus. Maximus. So. Auf, komm. 1, 2, 3. Sehr schön. Ching. So. Ah, sollte aber auch gleich erledigt sein. Ich muss nur aufpassen, weil ich werde es durch die Schläge. Voilà. Warte mal. Mm. Als drauf, als drauf, als drauf, als drauf, als drauf. Weil ich werde durch die Schläge teilweise nicht zurückgeworfen. Man hat es jetzt gesehen. Also ich habe beinahe. Oh oh. Die Hälfte vom Leben verloren. Wenn wir ein bisschen aufpassen. Oh, nicht in den Schlamm rein. Ganz langsam raus. Okay, Achtung. Oh, oh, oh. Wälzt er sich jetzt, oder? Ich glaube, er wälzt sich.
komm. Zack, sehr schön. Ah, geht doch. Ja, man braucht, ich weiß nicht, weil ich finde immer, man braucht immer so eine gewisse Eingewöhnungszeit, dann geht es eigentlich auch, immer mit den Waffen zu spielen, aber man muss halt, ja, ich spiele wahrscheinlich auch nicht sehr effektiv mit den Klingen, wahrscheinlich wenn einer Doppelklingen spielt, denkt er, was bist du für ein Noob? So, ich glaube, ich nehme mal noch ein Ränkchen, oh oh, wir sehen jetzt gerade mal etwas knapp, oh. So, trinken wir mal einen Megadrank. Bei Todos! Ah, der Shit, was mache ich dann? Die Schreikapseln brauche ich, wenn er unter Wasser ist. Und da haben wir ihn doch. Glaube ich auch nicht, weil der Yuri Todos hat keine Dornen. Das hat ja auch der Forscher gesagt, dass der Yuri Todos den The Bernd nicht gekillt hat. Also The Barrett oder The Barot. Bin ich mal gespannt, was damit noch auf sich hat. So, dann tun wir hier noch den klebrigen Schlamm und alles einsammeln. Ja, Yuri Todesspuren sind ein bisschen komisch oder doof einzusammeln, weil man muss halt jede, der muss sich immer bücken. Bei den anderen nimmt er es ja immer so, bei, wenn man geht, so auf dem, beim Vorbeigehen mit. Aber da muss er wirklich sich immer bücken, eine Probe nehmen. Killen wir noch ein Garschau oder zwei. Und so, machen wir hier noch unser Gutachten ein bisschen weiter. Sehr schön. Stümpergeister, die werde ich aber jetzt nicht mehr looten können. Genau, aber wir haben die Quest erfolgreich erledigt. Und noch kein eines Mal gestorben. Ich bin maximalst begeistert. So. Yuri Todos Schuppe, ein Aquabauetlein, Yuri Todos Panzer, Yuri Todos Floss Panzer, Rüstkugel, Nitropilz, Erdkristall, Monsterknochen, ganz viele. Und nochmal eine Flosse und ein Reißzahn. Sehr schön, wir kriegen wieder Belohnung. Wir sind Jäger Rang 4. Yuri Todos, neuer Rekord. Sehr schön, unser Palico ist auch eine Stufe aufgestiegen. Die Vitalitätswespe hat auch eine Stufe. Ach. Genau, wir können jetzt das Element unseres Kinsekts ändern mit der Insektenkleve, mit der Waffe, mit der ich nie spielen werde. Nee, also Insektenkleve. Kommt alle her. Das ist wir was. Wir können sofort beginnen. Kommt alle her, wir können sofort beginnen. Dank euch wissen wir jetzt mehr über die Spuren, die überall auf dem Kontinent aufgetaucht sind. Genau. Unsere Forscher haben Prognosen erstellt, die uns aufzeigen, wohin der Sora Magdaros als nächstes geht. Was? Er hat Kurs auf die große Schlucht genommen. Die große Schlucht. Das große Tal hinter dem Wildturm? Korrekt. Daher habe ich einen Vorschlag für euch. Wir sollten versuchen, den Sora dort einzufangen. Sind Sie verrückt geworden? Einfangen? Lasst mich ausreden. Das Terrain der Schlucht eignet sich perfekt dafür. Eine bessere Chance werden wir nicht bekommen. Hört sich gut an. Wenn wir diese Chance nicht nutzen, müssen wir vielleicht 10 Jahre auf eine neue warten. Was? Womöglich länger. Ist es überhaupt möglich? Und wenn nicht, würde dich das aufhalten? Probieren wir es aus. Mit der Unterstützung der Fünften haben wir die besten Chancen. Ja, ja. Muss ich wieder alles machen? Dann ist es beschlossene Sache. Bevor wir Jäger zum Fang losschicken, müssen wir zuerst Astera sichern. Ein Anjana zeigt Aktivitäten in der Nähe. So einem Monster spielt man nicht. Ein Anja noch. Brauchen einen Plan. Oder die Anja. Du hast recht. So. Jäger, hier ist eure nächste Aufgabe. Kümmert euch um diesen Anjanat. Aber seid vorsichtig. Der Anjanat ist ein furchterregendes Monster. Ein Fehler und ihr seid Futter. Kommandant, darf ich? Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Jägerin, ich könnte deine Hilfe brauchen. Besuche mich später, okay? Okay. Noch etwas. Dieser beunruhigende Bericht, den wir erhalten haben, meinst du, du könntest? Ja. Hohohoho, ich glaube, der hat eine Ratian-Rüstung an, so wie das aussieht. Sehr gut. Machen wir uns an die Arbeit. Wir müssen einen Drachenältesten fangen. Wegtreten. Jawohl, ich trete dich weg. So. Weiter geht's. Aber wir sollen mit dem
Chefbotaniker sprechen. Was der Chefbotaniker zu sagen hat, bevor wir loslegen. Genau, aber bevor wir das machen, wir tun erstmal wieder unseren Beutezug abgeben. Wow, du bist so toll und hast wieder einen Beutezug abgegeben. Jawohl. Sammle 3-mal Honig und sammle 4 Pflanzen. Oh, und sammle 5 Insekten. Und sammle 5-mal Honig. Und wir haben wieder neue befristete Beutezüge. Und wir nehmen uns 3 Insekten, Knochenhaufen, Pilze, töte 8 kleine Monster. Das hört schon gut an. So. Chefbotaniker, was möchtest du denn mit uns sprechen? Ah. Da hast du es ja. Der Anjanath hat es in sich. Du sollst dich also gut vorbereiten. Und jetzt zum Geschäftlichen. Ich habe dich gerufen, weil wir hier in der botanischen Forschung ein kleines Problem haben und auf deine Hilfe angewiesen sind. Wir entwickeln hier in der botanischen Forschung Spezialwerkzeuge, die wir gerne zur Standardausrüstung für alle Jäger machen würden. Aber dieser Tobi Kadachi, Tobi, im Wald hat alle unsere Versuche zunichte gemacht. Die nötigen Materialien zu sammeln, kannst du dich darum kümmern? Hier, nimm das. Es ist das erste Werkzeug, das wir fertigstellen konnten. Ich hoffe, es wird dir helfen. Wir haben noch mehr davon. Arbeite nicht zu hart, okay? Arbeite nicht zu hart, okay? Aber nur, wenn du dich um unser kleines Problem kümmerst. Danke und viel Glück. Genau, wir haben einen Gillimantel erhalten. Und mit diesem Gillimantel... Spezialwerkzeuge sind Kleidung und Ausrüstung, die dir praktische Fähigkeiten verschaffen. So sorgt beispielsweise ein Gillimantel kurzzeitig dafür, dass Monster dich nicht sehen können. Spezialwerkzeuge müssen ausgerüstet und dann als Objekt benutzt werden, damit ihre Effekte aktiviert werden. Sie können zwar beliebig oft benutzt werden, benötigen aber nach jeder Benutzung eine Ruhezeit. Also die brauchen einen Moment, wo sie... Abklingzeit. Die haben eine Abklingzeit. Fertig. Der Effekt deiner ausgerüsteten Spezialwerkzeuge kannst du im Menü unter Ausrüstung entfernen sehen. Genau. Es wurde ein neues Tutorial. Aufgabe ist die Jagd eines Tobi Kadachi. Wir sollten... Genau. Sorry, dass ich da unterbrochen habe. Wir tun aber noch unsere Ausrüstung ändern, dass wir das beim nächsten Mal dann nicht vergessen. Und ich würde sagen, beim Tobi nehmen wir... Bogen ist sehr gut. Den verbessern wir aber auch noch. Das machen wir noch schnell. Damit wir das dann haben. So, wir wollen hoch zur Schmiede. So, gucken wir mal, wie wir unseren Bogen verbessern können. Du hast da ja einen schicken Bogen. So, Ausrüstung verbessern. Halt, wir können uns ja auch erstmal wieder die Rüstung angucken. Ja genau, wir haben ja hier jetzt beim Gajau gibt es hier die Gajau-Stiefel. Wunderschön. Haben aber, wenn man als, die haben Gewässerexperte. Und das heißt, verhindert, dass Wasserbewegungen verlangsamen. Genau. Dann haben wir hier einmal das Legierungsset freigeschaltet. Das sieht auch wunderschön aus. Das Bernd-Set. Alter, das Barriff-Set. Barriff extrem schwach gegen Feuer. Und das Jurai-Todo-Set. Sieht eigentlich ganz cool aus, wie ich finde. Und hat, glaube ich, auch Gewässerexperte. Genau. Gewässerexperte. Sehr schön. Aber wir bleiben erstmal bei uns. Wir wollten ja unsere Waffe verbessern. Und da hätte ich gerne einen neuen Bogen. So, jetzt gucke ich gerade mal kurz. Ah, Wasserelementbaum. Hier brauchen wir Jurai-Todos und da können wir nichts machen. Okay, ich habe gedacht, dass wir da vielleicht uns fehlt überall ein bisschen was. Pukai-Pukai-Bogen könnten wir machen. Da hätten wir... Ich guck mal kurz, was wir bei unserem Knochenschotel machen können. Könnten wir jetzt sogar auch schon das große Schotel machen. Beim Jurai-Todos fehlt uns eine Schuppe. Schau ich mal kurz, was wir hier noch so haben. Schmetterschwert. Wie weit könnten wir denn da immer so gehen? Großjagrasbaum. Okay, mit Giftschaden. Knochenbaum. Da ist wieder ein Baum. Ja, da wissen wir nicht, was es ist. Jurai-Todos fehlt uns auf jeden Fall noch. Berndbaum könnten wir machen. Schwierig, schwierig. Da würde ich sagen, machen wir erstmal den Eisenbogen 2. Und dann den Eisenbogen 3. Könnten wir dann auch noch... Der Eisenbogen 4, da fehlt es uns schon wieder.
Kulu Yaku könnten wir auch nicht machen. Und wie gesagt, Yurai Todos geht auch nicht. Dann lassen wir das, glaube ich, erstmal so, würde ich sagen. Können wir vielleicht... Keine Panik. Ja, keine Panik, genau. Ich würde gerne noch meine Ausrüstung ein bisschen verbessern. Stufe 3, 3. Die haben wir noch auf 1. Weil es ist doch jetzt langsam ein bisschen wichtig, dass wir auch ein bisschen mehr Verteidigung kriegen. Bekommen. So, machen wir mal so und so und... Ah, okay. Machen wir mal so. Jawohl. Longhelm noch ein bisschen verbessert. Okay, jetzt haben wir keine Verbesserungsstufen mehr. Alles klar. So, wir geben noch unsere Sachen ab. So, was ist denn der Tobi Katachi überhaupt für ein Vieh? Gute Frage. Wir nehmen mal 5 Nullbären mit. Ja, wir nehmen mal 5 Nullbären mit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Monster Hunter World, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.